Heute wollen wir uns einmal fragen, was hat es denn bei den Wikingern mit dem legendären Sonnenstein und dem Sonnenkompass auf sich? Wenn man über die Schifffahrt der Wikinger liest, dann liest man häufig auch von einem Sonnenstein und von einem Sonnenkompass. Beides sollen sie wohl gehabt haben, um damit besser navigieren zu können. Die Leistungen der Wikinger in der Schifffahrt sind für ihre Zeit, also in etwa ab 800, was wir so als Wikingerzeit ansprechen, schon relativ gut. Vor allen Dingen im Vergleich zum restlichen Festland Europa. Das liegt vor allem an der Art und Weise der Schiffe, die sie bauten. Lange Schiffe mit wenig Tiefgang, sehr viel Transportkapazität. Darum soll es aber hier gar nicht gehen, sondern wie konnten denn die Wikinger jetzt so zielsicher navigieren? Sie breiteten sicher aus, sie kamen im Norden von Großbritannien auf die Inseln, sie kamen nach Island und sie kamen mittlerweile sogar nachgewiesenermaßen, nachdem sie auch auf Grönland waren, in die neue Welt, nach Neufundland. Nun gibt es dazu zwei mystische Gegenstände, die das in vielerlei Deutung erklären sollen. Das ist zum einen der sogenannte Sonnenkompass und zum anderen der Sonnenstein. Dieser Sonnenkompass ist eine hölzerne Peilscheibe, von der man ablesen kann, wenn von oben die Sonne rauffällt und dann einen Schatten wirft, in welcher Richtung man unterwegs ist. Es gibt aus Grönland einen Fund, der Fund stammt aus dem Jahr 1948. Dort fand man eine in etwa halbierte Holzscheibe mit Kerben darin. Und dieser Fund, der in etwa in das Jahr 1200 datiert, also schon nach der Wikingerzeit ins Hochmittelalter, wurde relativ schnell als solch ein Sonnenkompass angesprochen und dann eben rekonstruiert in einer insgesamt runden Scheibe mit diesen Kerben. Nun ist aber das Problem, dass die Kerben auf dieser Holzscheibe ungleichmäßig sind. Wir haben nicht in jedem Viertel die gleiche Anzahl von Kerben und würde man jetzt mit den Kerben, die vorhanden sind, eine komplett runde Scheibe rekonstruieren, hätte man mehr als die eigentlich benötigten 32 Kerben für die Navigation nach Sonnenständen. Außerdem ist die Scheibe an sich eigentlich zu klein, um aus dem Schattenwurf eine wirkliche Richtung ableiten zu können. Und so eine Peilscheibe allein bringt einem noch gar keine Navigationsmöglichkeit. Man bräuchte natürlich auch die entsprechenden nautischen Tabellen, um aus diesen abgelesenen Peilständen je nach Standort etwas zu machen. Sprich, navigieren nur nach Schattenwurf auf einer Peilscheibe ohne weitere Informationen ist an sich nicht möglich. Im Ergebnis sprechen zumindest archäologisch wesentlich mehr Dinge dagegen als dafür, dass es sich bei diesem gefundenen Objekt tatsächlich um eine Peilscheibe bzw. einen Sonnenkompass handelt. Da weitere Nachweise für einen Sonnenkompass in der Wikingerzeit fehlen, können wir also derzeit nicht davon ausgehen, dass die Wikinger mit einem Sonnenkompass unterwegs waren. Eine zweite Gerätschaft zur Navigation bei den Wikingern, die wir heute immer wieder finden, wenn darüber gesprochen wird, ist der legendäre Sonnenstein. Das ist ein mystischer Stein. Davon kennen wir tatsächlich Überlieferungen aus wikingerzeitlichen Sagas, der es ermöglichen soll, trotz Wolken am Himmel zu sehen, wo denn die Sonne ist, um sich in der Navigation danach richten zu können. Dieses Thema ist nicht ganz unkompliziert. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Sonne zu entdecken, wenn sie hinter den Wolken verborgen ist. Zum einen kann man das mit dem Prinzip der sogenannten Doppelbrechung machen. Zum anderen kann man einen sogenannten Polarisationsfilter nutzen. Funde von Sonnensteinen aus der Wikingerzeit haben wir nicht. Es gibt keine Funde von solchen aus der Wikingerzeit. Es gibt einen Fund
von einem Schiffswrack, das 1592 sank, ein britisches Kriegsschiff. Und dieses Schiff hatte Mineralien an Bord oder ein Mineral, einen sogenannten Kalzit. Diesen könnte man tatsächlich für die Doppelbrechung nutzen. Nun ist es aber fraglich, ob dieses Mineral, was man auf diesem Wrack von 1592 fand, wirklich eben für diesen Zweck mitgeführt wurde, denn zu dieser Zeit war der Kompass schon lange erfunden. Die Ausgräber oder in diesem Fall besser die untersuchenden Unterwasserarchäologen erklären sich das damit, dass Ende des 16. Jahrhunderts das Prinzip des Kompasses noch sehr neu war und man darum auch noch auf althergebrachte Navigationshilfen wie eben diesen Kalzit zurückgriff. Das kann vielleicht durchaus möglich sein, erwiesen ist das nicht und es hilft uns eigentlich auch nicht dabei zu eruieren, wie man 700 oder 600 Jahre früher navigierte. Ein Mineral, was wirklich als Polarisationsfilter dienen würde, könnte man sich hypothetisch überlegen, gibt es aber in der Fundlage auch nicht. Und damit muss man auch, was den legendären Sonnenstein angeht, sagen, wir haben keinerlei Nachweise, dass die Wikinger solche Sonnensteine zur Navigation nutzten. Und dafür spricht unter anderem auch die Art und Weise, wie nach und nach die Wikinger verschiedene Inseln oder Halbinseln, wie zum Beispiel Grönland, besiedelten. Denn man fuhr nicht einfach los über die hohe See, also es war keine Hochseenavigation, sondern man tastete sich von Landpunkt zu Landpunkt. Immer weiter nördlich und dann letztendlich westlich bis nach Neufundland. Und wenn man mal schaut über Island, über Grönland, dann ist es bis Neufundland tatsächlich auch nicht mehr so weit. Eigentlich kein anderer Sprung als von Island nach Grönland, was ich dann von Grönland nach Neufundland segeln muss. Und somit bleibt im Ergebnis festzuhalten, dass die magischen, die mysteriösen, die legendären Hilfsmittel zur Hochseenavigation bei den Wikingern entweder gar nicht vorhanden waren, zumindest nicht nachweisbar, oder wenn wir nochmal auf die Überlieferungen aus den Sagas zurückgehen, dass sie dann bei Weitem nicht so wirkungsvoll waren, wie man glauben könnte. Denn selbst wenn es wie in den Sagas überliefert solch einen Sonnenstein gegeben hätte, mit dem ich die Sonne hinter den Wolken sehen kann, dann ist es trotzdem so, dass der mir bei absoluten Wolken, also bei ganz starker Bewölkung, nicht hilft. Der hilft mir nur, wenn die Wolken sehr schwach sind und die Bewölkung an sich nicht sehr stark. Ja, wir sehen uns bald wieder zu weiteren spannenden Themen. Am Ende, wie immer, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Abo da und klickt auf die Glocke, wenn ihr darüber informiert werden wollt, wenn wir weitere Videos hochladen.